Hi Freunde, willkommen zurück auf der Dings da. Wie heißt sie? Helios, genau. Wollte mal wieder Hyperion sagen. Ist ja normal. Ach, gehen wir da entlang. Ach, da. Reparieren, ein aktivieren. Mein Name wird Jack sein. Ich arbeite als Ingenieur zur Hyperion. Ich dachte, ich klinge immer noch wie ich selber. Jetzt können wir die Helios-Verteidigung nicht deaktivieren. Oh, lass mich nachdenken. Jack, mein Team sitzt in der Forschungsabteilung fest. Wir sind umzingelt. Sorry, Gladstone, aber ich habe gerade eine Idee. Hey, Kammerjäger, geh in die Forschungsabteilung und rette Gladstones Leute. Die können die Verteidigungssysteme hacken und den Weg zum Auge freimachen. Oh Gott, bin ich clever. Oh, falsche Richtung. Wieder dieses komische Ding da. Oh Mann. Hyperion Hub auf Heroin. So, ballert mal wieder. Schnell. Ah, zu spät. Und da sieht man noch ein bisschen was. Egal. Naja, eigentlich nicht egal, aber was soll's. Fast wäre ich reingekommen. Was, du weißt, wo mein Haus wohnt. Ich weiß, wo dein Auto steht. Hier ist Ende Gelände. So, gewinnen wieder mal. Hey du, wie geht's denn so? Oh, jetzt seid zu zweit. Umso besser. Steht doch jemand. Okay, ein bisschen Mond wieder mal. So stark, wie Sabinon gesagt hat. Die Kammern gehören nicht in Menschenhände. Granate! Wieder da! Kammerjäger versucht ein Manöver. Hey, nur so ein Gedanke, Sabatussi. Zerstör doch einfach nicht den Mond und kill nicht hunderte unschuldiger Menschen, hä? Hunderte tot, um Millionen zu retten. Und mein Name ist Sarpedon. Tungstena Sarpedon. Tungstena Sarpedon, du warst bestimmt super beliebt in der Schule. Ich kann nicht den Kammerjäger erledigen. Oh je. Und da hat's Pum gemacht. Oh. Wieso haben die Schwerter? Ich will auch ein Schwert. Ach, wieder Muniale. Drecksäge, blöde. Ich will Raketenmuni haben. Irgendwo. Schrot.
nein, kein Schrot. Ui. Sniper, Sniper, Sniper? Kein Sniper. 2% Waffengenauigkeit. Testen wir mal das da. Weiß nicht. Gucken. Oh, das Ding zappelt rum. Ach. Je länger ich schieße, desto stabiler wird's. Komm, wo ist er denn? Wo ist er? Tot wird er? Nein, der ist nicht tot. Willkommen im Krieg! Nein! So, jetzt ist er tot. Düdüdüd. Keine Raketen. Keine Raketen. Wieso gibt's da keine Raketen mehr? Arsch! Bin wieder bereit für mehr Action! Wie komme ich da jetzt rein? Ah, gut. Dachte schon, ich muss wieder auf irgend so einen Arsch warten, dass der mir aufmacht. Oh. Sich hinter so einem Scheißding. Treff ich da mal? Ah, du vielleicht, nicht ich. Arsch, bleib stehen! Ehre sei der Legion! Ehre sei den Ori! Oh, Forschung und Entwicklung. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich sehe da Geld. Nein, ich sehe da Geld. Okay, was ist denn da drin? Füttere die Fische. Ha. Mann, muss ich die öfters füttern? Nö, schade. Ich habe die Fischis gefüttert. Und danach waren sie ganz böse und haben mir den Finger abgebissen. Ach, da oben bin ich gerade. Ah, schön, dass du es geschafft hast. Komm zu mir. Aber Vorsicht, die Talks sind aus ihren Käfigen ausgebrochen. Komm jederzeit wieder. Feuerschaden. Ach, ich hab doch nen... Ja, leck mich doch. Ich hab nen Skillpunkt. Nächstes Level. Nachladegeschwindigkeit plus 10% pro blutendem im Gegner. Das war das, wo ich nicht benutze. Oder, doch, ich benutze schon, aber bringt nicht so viel. Scheiß traucht's schon hier. Hab ich keine Waffe mit Feuerschaden? Nö. Keine Waffe mit Feuerschaden. Egal. Was soll's denn? Töte die Torks, dann können wir reden. Wo ich so drüber nachdenke, ich erinnere mich doch an Gladstone. Er hat die Forschungsabteilung mit aufgebaut, hat selbstständig ein Team eingestellt und einen Haufen cooles Zeug gebaut. Anständiger Kerl. Kommt mal mit. Kommt schön mit. Ja, ich hab's zwar nicht ausgelöst, aber passt schon.
rein. Nö, kann ich nicht. Kann, obwohl. Nö, da komme ich nicht rein. Was denn das? Wasser. Ach, ich treffe mit dem Scheißding überhaupt nicht. Keine Muni. So, damit treffe ich. Ja, das war ja klar. Wieso treffe ich nicht? Ist doch direkt vor mir. Verdammt! Komm! Verlieren ist einfach keine Option! Komm, ich hab was Besseres für euch. Gut. Oh Mann! Damit Mischstücke kommt. Herr, ich kill euch per Hand. Was seid ihr denn jetzt? Gut. Auch noch. Na komm doch her. Oh je. Gut. Weitergehen. Schafft. Hier noch Raketenwerfer. Ach, wie viele kommen von den Viechern denn noch? Wollt mich doch nicht verarschen hier. Komm, verrück doch. Mann. Ah, Feuerschaden. Sehr gut. Zwar nur weiß, aber was soll's. Auch weißes Zeug macht Schaden. Stingray Skin. Was? Benjamin? Blue. Wer soll denn das sein? Da nicht irgendwo noch Raketen, verdammt! Ist doch nicht normal. Ich glaube, ich kann dich zum Auge der Helios bringen, aber ich brauche Hilfe. Auch keine Raketen. Oh. Sorry, dass ich versagt habe. Ich hätte mich nicht hier einsperren lassen dürfen. Okay. Drei meiner Mitforscher stecken hier fest, seit Sarpedons Truppen angegriffen haben. Sorry, wenn du sie befreien kannst, kriegen wir die Verteidigungsanlagen deaktiviert. Was für ein Freak. Du musst dich nicht dauernd entschuldigen. Richtig, sorry. Ich meine, nicht sorry. Ich meine, ich gehe jetzt wieder in Jacks Büro. Hol die Wissenschaftler raus. Aus ihrem Hexenhaus. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So. Die Dinge Och, können nö. Sich tarnen. Oh, die Stalker. Die haben eine Drüse, die produziert eine Substanz, die Licht beugt. Lustige Kerlchen. Ich hab keinen Bock auf die Viecher. Ein Viech und ein Magazin, ach so. Wow. Komm her, du Arsch! Wo ist das andere? Oh. Komm her! Wo ist jetzt? Ah.
Oh, jetzt ist Muni alle. Jetzt war er so klar. Bist du jetzt? Ende scheint es aber. Davon hat sich noch keiner Beine erholt. Arschviech. Gut. Hab's geschafft. Jetzt muss ich da rüber. Was gibt's da drüben? Oh, noch mehr. Okay, da ist zu gut. Jetzt ist offen, habe ich das Gefühl. Nein, es liegt. Ich habe diese Raumstation langsam ziemlich satt. Ich dachte, da war gerade eins. Oh cool, Jack schickt Hilfe. Ich würde ja sehr gern hier rauskommen, aber die Soldaten haben Stalker in mein Büro gesetzt und die sind mit meinen Sachen abgehauen. Da war ein Bild von meinem Kind dabei. Könnten Sie es mir zurückholen? Ja. Es klingt dumm, aber wenn ich das Bild von meinem Sohn nicht zurückbekomme, flippt er aus. Er möchte wissen, dass ich an ihn denke. Irgendwie blöd, aber süß. Ja, Dr. Langlois hat die Loader mit entworfen, damals, als die Dinger nur Kisten rumschipperten. Cleveres Kerlchen, aber sein Sohn stinkt fürchterlich. Wer stinkt hier eigentlich nicht? Ich stink angeblich, dem sein Sohn stinkt. Oh, Mann. Und wieder solche scheiß Miststücke. Du alter Schreihals. Mann, 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 Mann. Komm her, du kleiner Kacker. Komm her, du auch, komm her. Ja, schön hier geblieben. Arsch. Sieh dir jetzt. Oh, nein, 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 nein! Werde ich zwar nie wieder hochkommen, aber was soll's. Nein, da komme ich nicht hoch. Ach, verdammt. Komme ich da drüben hoch? Bestimmt nicht. Nein! Arsch! 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 Doch, ich komme hoch. Ha, Glück gehabt. Ich dachte gerade, da wäre was. Ich höre schon Gespenster. Ach. Wo, da vorne? Schon wieder so ein Springen. Arsch. Komm her. Was ist er denn jetzt? Gut. Verdammte Mistviecher. Komm, hüpf doch. Ach, das waren zwei. Drei. Leck mich doch am Arsch. Davon hat sich noch keiner erholt. Ja, nervt! Ihr Drecksmischstücke! Mann! Sind sie alle tot? Gibt's da drüben? Nichts. Kann man nur reingucken.
Ach, geil. Oh, Mann. Gesponserte DNA registriert. Zutritt zu Observationsraum 11B wird gewährt. Aha. Oh, Sie haben das Foto gefunden. Cool. Tja, wäre ich ohne zurückgekommen, mein Sohn hätte seine Fäkalien an die Wand gepfeffert. Sie wissen ja, wie 19-Jährige sind. Jedenfalls, kommen Sie zurück. Ich habe was für Sie. 19-Jährige. Gut, er hat jetzt eine Freundin. Oh, wow, ehrlich? Nein, war nur ein Witz. Er hat keine. Nein, nie im Leben. Ja, der da kann doch auch gleich mit. Oh, Mann. So, jetzt könnt ihr Viecher mich am Arsch lecken. Außer es kommt ein Bus. Das aber nicht so aussieht. Schnell weg. Kriegt mich nicht. Das ist Level 22. Alter. Schmeiß mich bloß nicht wieder runter. Diese dummen Miststücke immer. Mehr habt ihr nicht drauf. Ich hasse euch. Gut. Ach, super. Wo ist er? Verdammt. Dusel gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Oh. Eieiei. Ich lasse sie rein. Oh, halt, töten Sie zuerst diese Biester. Ja. Kannst du mich auch langsam mal am Arsch lecken. Oh, füllen Sie erstmal diese Viecher. Wo ist denn dann das Arschgesicht? Verstecken sie die ganze Zeit. Na, endlich. Ich auch. Bin froh, wenn ich hier weg bin. Jetzt mach auf, du Arsch. Loch. Ja, da immer noch einer, oder wie? Na, endlich, Arsch. Kann ich das Foto haben, bitte? Ist auch so fiech. Danke. Dieses hässliche Gesicht hilft mir durch den Tag. Hier haben Sie etwas für Ihre Mühe. Oh. Was da drin? Hoffentlich auch was Gescheites. Nö, natürlich nicht. Ich öffne Ihnen einen Weg, aber Vorsicht. Auf der anderen Seite sind viele Feinde. Wir sehen uns in Jacks Büro. Und danke nochmal. Danke, dass Sie mir geholfen haben mit diesem dummen Familienkram. Man sieht ja, was ist denn jetzt los? Bis dann. Du hast Dr. Long Gua gerettet? Super! Rette noch die zwei anderen Wissenschaftler, dann können wir dich zum Laser bringen. Ah, überall diese verdammten Viecher! Ich habe bei der Abriegelung meinen Teddybären verloren! Leck mich doch am Arsch, du kleiner Arsch! Du blöder! Erstörung der scheiß
Bild finde, jetzt irgendeinen scheiß Teddybär finde. Lauter Vollidiote. Und jetzt verrecke doch einfach. Ah, noch mehr. Komm. Rick. Lass mich einfach vorbei. Gut. Nein, nicht alle tot, verdammt. Jetzt da aber. Und wieder Tasche voll. Lass mich rein, du Arschloch. Mich erschreckt. Hallo wieder mal. Einer doofer als der andere. Ich lasse sie in den Aquarium. Das Biologie geforscht zum Thema Druckfestigkeit und so. Klar, das ist jetzt nicht so sexy, aber sein Zeug verkauft sich höllisch gut auf Planeten mit viel Ozean. Rein, nö. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Hey, sieh mal einer an, was da ist. Ach, doch keine große Truhe. Ja, heile Bimbem, wo muss ich denn jetzt noch? Wieder so ein scheiß Mischstück. Ja, Hause. Mann. Babysitter für psychisch gestörte spielen hier. John, Mr. Tacitor, wir haben einen Sektor der Helios zurückerobert. In Kürze erobern wir den Laser zurück und retten Pandora, weil ich so toll bin. Ja, toll. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, dass... der Vorstand ihre Kündigung widerrufen hat. Er steht voll hinter Ihnen. Jawohl, ist mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten, Arschloch. Trinken Sie ein großes Glas, habe ich doch gleich gesagt, Saft, und lecken Sie mich da, wo die Sonne nicht hinscheint. Leck mich, du Arschloch, und zwar an meinem Arsch. Ach. Och nö, jetzt bin ich tot gleich. Komm, stirb doch einfach! Ach, fuck you, Motherfucker! Blöder Drecksack! Immer irgendwelche Vollidioten-Missionen machen. Ja gut, Freunde, ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns vielleicht, wenn ihr viel Glück habt, morgen wieder. Tschüss!